Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Garmin und OpenStreetMap Video, unserer Videoserie letztendlich. In diesem Video ein kurzer Einschub, weil ich gerne darüber sprechen möchte, wie wir unsere Karten, die wir installiert haben, vom Design her anpassen. Wir haben jetzt hier die Freizeitkarte von Luxemburg heruntergeladen und diese kommt in einem gewissen Style, in einem gewissen Design daher. Und dieses Design hat Vor-, aber auch Nachteile. Das Design an sich ist recht stimmig. Es ist nicht zu intensiv, also wir haben keine sehr, sehr, sehr schrillen Farben in der Karte. Das ist einerseits gut für das allgemeine, ja, für das Look and Feel der Karte. Es hat aber ganz extreme Nachteile für die Usability. Zum Beispiel, dass gewisse Straßen schlecht zu sehen sind. Dass manchmal Straßen, so wie hier zum Beispiel zu sehen, schlecht von Höhenlinien zu unterscheiden sind. Dass einzelne Geländetypen hier nicht so wirklich toll zu auseinanderzuhalten sind. Und dass die Karte, das ist meine persönliche Meinung, einen recht blassen Farbton hat. Gerade wenn man diese Karte nimmt und sie jetzt auf ein GPS-Gerät überträgt und dieses versucht in der hellen Sonne abzulesen, kann es da teilweise problematisch sein, alles andere außer jetzt wirklich Haupt- und Nebenstraßen zu erkennen. Dafür gibt es aber eine Lösung. Diese Lösung nennt sich Typdateien. Das ist letztendlich nichts anderes als das Design der Karte. Wie gehen wir vor? Zuerst einmal schließen wir Garmin Basecamp, weil wenn wir etwas an Garmin Basecamp verändern, müssen wir es grundsätzlich schließen. Dann gehen wir wieder hier zurück auf die Freizeitkarte OSM-Webseite und gehen unter Dokumentation in den Bereich Design. Und da wird uns schon angezeigt, wie eine Karte verschieden aussehen kann. Hier, das ist der gleiche Kartenabschnitt, nur auf der einen Seite ist das Standarddesign verwendet, auf der anderen Seite ist das Design Small verwendet. Das Design Small, da kommen wir gleich zu, wofür das gedacht ist und warum das so heißt. Wir scrollen hier mal ein Stückchen runter und es wird hier das Programm Java GMTK empfohlen. Das empfehle ich auch, weil das sehr mächtig ist und auch sehr einfach zu bedienen ist, ohne dass man irgendwie sich von links und rechts durch das Programm hangeln muss. Das heißt, wir laden erstmal dieses Programm herunter. Das finden wir hier auf javava.nl, sonst einfach nach Java GMTK suchen. Die Entwicklung des Programms ist eingestellt. Das hat jetzt aber erstmal für uns keine Auswirkungen. Das Tool funktioniert trotzdem genauso, wie es soll. Wir scrollen ganz nach unten und laden uns das Ganze für Windows herunter. Sagen Download. Wir können auch spenden, wenn wir das möchten. Vielleicht freut er sich ja noch. So, das ist ein nicht besonders großes Tool. 2, irgendwas Megabyte, genau. 2,4 MB. Wir installieren das Ganze. Und sagen auch hier einfach nur weiter, weiter fertig. Akzeptieren die Lizenz. Erzeugen mal ein Desktop-Icon. So, und damit ist unser Programm installiert. Machen das mal auf. Dadurch, dass wir mit diesem Programm grundsätzlich Änderungen an der Registry durchführen, weil Garmin sehr viel in der Registry schreibt oder für Basecamp sehr viel in der Registry geschrieben wird, brauchen wir ja administrativen Zugriff für das Programm. Nach Updates müssen wir nicht suchen, weil es, wie gesagt, keine mehr gibt. Und uns werden unsere Karten angezeigt, die wir installiert haben. Wir haben hier zum Beispiel die Freizeitkarte Luxemburg. Hier wird gesagt, die ist 21,2 Megabyte groß. Und wenn wir die mal doppelt anklicken, dann sehen wir auch ein paar Details über die Karte. Wir sehen zum Beispiel, aus welchen Segmenten sie besteht, wo diese Dateien liegen und so weiter. Und uns wird angezeigt, dass hier das Typfile 6442 verwendet wird. 6442 ist der Code für Luxemburg. Das ist letztendlich nichts anderes als das Standard-Freizeitkartendesign. Okay, jetzt möchten wir aber ein anderes Design haben. Also, Entschuldigung, gehen wir wieder zurück auf die Freizeitkarte OSM und gehen auf das Design. Und hier unten werden uns die Designs vorgestellt. Das ist das Design Freizeit. Das ist das, was wir gerade schon gesehen haben. Mit dem Unterschied, dass hier noch keine Schummerungen eingearbeitet sind in die Karte. Das ist noch eine recht flach gehaltene Karte. Dann haben wir das Design Outdoor. Das Design Outdoor, man kann das auch relativ gut sehen, wenn man die hier direkt vergleicht, legt mehr Wert auf Geländeunterschiede, weniger Wert auf zum Beispiel Straßen. Man sieht in dem Standarddesign ist hier so eine Landstraße, ist in Orange gefärbt, hier so eine Nebenstraße ist gelb.
Diese Unterscheidung ist nicht in der gleichen Intensität getroffen, wie das hier zum Beispiel in der Outdoor-Karte ist. Dafür sind Wälder wesentlich prägnanter dargestellt und auch die Pfade sind für meinen Geschmack recht prägnant und deutlich dargestellt. Das sind sie hier oben zwar auch, aber das hat halt hier mehr was Outdooriges mit diesem Braun. So, wir können hier auch Outdoor zu Outdoor Light wechseln. Das ist für Geräte entwickelt, wo man nicht so ein großes Display vielleicht hat und wo man ein bisschen weniger Informationen möchte. Man sieht hier zum Beispiel, dass hier die Information für Mischwald, also hier hatten wir quasi Laubwald und Nadelwald, die Symbole, dass es die hier nicht gibt. Wald ist hier Wald, schlicht und ergreifend. Okay, dann haben wir das Design Kontrast. Das Design Kontrast macht genau das, was man erwartet. Es nimmt letztendlich die Farben vom Standarddesign und erhöht die ein bisschen. Das heißt, der Wald ist wirklich schreigrün, die Straßen sind intensiv eingefärbt und so weiter. Dann gibt es noch Outdoor-Kontrast. Das ist so eine Mischung aus den Vorteilen von Outdoor und den Vorteilen der Kontrastkarte. Das heißt, die Straßen sind etwas weniger betont, man kann sie aber trotzdem ganz gut sehen und es wird wirklich sehr viel Wert auf Offroad-Wege gelegt. Also hier zum Beispiel diese Wanderwege, diese Wirtschaftswege, hier dieser Trampelpfad, der hier unten am Waldrand lang führt. Da wird sehr viel Wert drauf gelegt. Diese Ausprägung ist zwar hier auch gegeben, aber nicht so deutlich. Nachteil, diese Karte eignet sich eigentlich nicht so wirklich gut für die Straßennavigation, weil sie eigentlich nur aus Wanderwegen besteht. Und dann gibt es noch das Design Small. Da ist halt alles einfach wie in dem oberen Design hier, in dem Outdoor-Kontrast-Design, nur ein bisschen feiner. Also die Wege hier sind nicht so dick und auch die Darstellung ändert sich ein bisschen. Es wird hier zum Beispiel, das ist ein bisschen ein Problem, es wird nicht zwischen diesem breiten Wirtschaftsweg, das ist mit Sicherheit so ein Feldweg oder sowas, und diesem Waldweg, der aber eine Klasse schlechter ist als der hier, diese Unterscheidung findet hier nicht statt. Darüber hinaus sieht man zum Beispiel hier bei ganz kleinen Wegen, dass die in dieser Zoom-Stufe hier überhaupt nicht enthalten sind. Das heißt, man muss hier ein bisschen sich überlegen, welches Design möchte man, welches Design ist für uns jetzt hier in unserem Fall das Richtige. Gehen wir also mal davon aus, wir wollen das Design Kontrast, weil wir einfach ein bisschen mehr Kontrast haben wollen, die Karte an sich aber gut finden. Da können wir runterscrollen und können uns das entsprechende Design hier raussuchen und herunterladen. Wir können hier aber auch einfach die ReplaceType.zip herunterladen. Da sind alle Typdateien drin und auch noch ein paar weitere Tools. Zum Beispiel ist ein Tool dabei, womit man das Design der Karte direkt auf dem GPS-Gerät ändern kann, ohne die Karte durch Basecamp neu hochladen zu müssen. Das ist natürlich eine coole Sache. Lohnt sich auch, dadurch, dass das Programm sehr klein ist, diese Replace-Type-Datei ausgepackt, also diesen Ordner, der dabei entsteht, direkt auf dem GPS-Gerät zu lassen. So mache ich das wenigstens, weil, wie gesagt, es ist 1 Megabyte, den Platz hat man dann auch noch. Und man kann das dann an irgendeinem Rechner ausführen und hat dieses Tool halt einfach immer dabei. So, wir haben gesagt, wir wollen die Kontrast-Typ haben. Also machen wir unser GMTK auf. Gehen unter Extras und sagen Change or Add Type File. Navigieren zu unserem Download-Ordner, so wie ihn dann finden. Da ist er, Downloads. Replace Type und wählen hier die Kontrast.Typ aus. Es dauert einen kleinen Moment, dann sagt er uns, dass das Typ-File hinzugefügt wurde. Hinzugefügt heißt in diesem Fall, es wird ersetzt. Wir sehen das auch hier. Das Typfile war ja vorher die 6442-Punkt-Type. Jetzt ist das Typfile die Kontrast-Punkt-Type. Und wenn wir jetzt, bevor wir Basecamp neu starten, bietet es sich immer an, den Tile-Cache zu lernen. Der Tile-Cache ist quasi ein Cache, den Basecamp anlegt, um die Daten nicht jedes Mal komplett neu zu laden. Wenn wir uns quasi einen Kartenausschnitt angucken, den wir uns schon mal angesehen haben, dann wird der aus diesem Cache geladen und die Daten werden nicht komplett neu aufbereitet. Das hat natürlich den Nachteil, wenn wir was am Design ändern, kann es sein, dass unser Design nicht komplett stimmt. So, und jetzt haben wir im Prinzip genau den gleichen Kartenausschnitt, den wir vorher hatten. Aber wie ich finde, ist die Darstellung von Straßen zu Landschaft besser geworden. Wir hatten ja vorher hier oben, genau an dieser Stelle, das Problem, dass es ein bisschen schwierig war, auf dieser Zoomstufe diese Straße von den daneben liegenden Höhenlinien zu unterscheiden. Das Problem existiert in meinen Augen jetzt hier nicht mehr. Also ich kann das wesentlich besser sehen. Wenn wir ein bisschen reinscrollen,
dann denke ich, ist auch der Unterschied zwischen was ist eine Straße, was ist ein Wanderweg, was ist ein Fluss, ist sehr gut dargestellt und die Farben sind kräftiger und lassen sich auf den meisten GPS-Geräten besser ablesen. Wer natürlich ein anderes Design möchte, kann auch ein anderes Design verwenden. Das war ja nur ein Beispiel. Eine Anmerkung dazu. Man findet im Internet gegebenenfalls andere Designs, andere Typdateien. Die kann man verwenden. Das hat allerdings einen Nachteil. Der Typ ist ganz grundsätzlich an die Art der Karte gebunden. Das heißt, auch wenn ich den Typ hier einfach tauschen kann gegen irgendwas anderes, heißt das nicht standardmäßig, dass die Karte dann auch mit dem Typ vernünftig zusammen funktioniert, weil die Eigenschaften, die die Karte hat, wenn sie gebaut wird, muss zu den Eigenschaften der Typdatei passen. Ansonsten kann es sein, dass die Darstellung nicht im Prinzip so ist, wie wir das erwarten. Das nur als Anmerkung dafür. Verwendet also nach Möglichkeit die Typdateien für Freizeitkarte OSM, die von Freizeitkarte OSM kommen oder von jemandem kommen, der ein eigenes Design für die Freizeitkarte OSM-Dateien entwickelt hat. Das ist das Ende dieses Videos. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und ich hoffe, ich konnte euch helfen, wie ihr das Design anpasst und wie ihr vielleicht das Design ein bisschen deutlicher macht und auf eure Zwecke anpassen könnt und verbessert. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video dabei seid und wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.